Guten Tag, mein Name ist Petra Volkerts. Ich leite das Nachbarschaftsbüro für den Bau des Röntgenlasers. Zurzeit entsteht zwischen der Stadt Schenefeld und DESI in Hamburg-Bahrenfeld eine neue Forschungsanlage. Dazu gehört auch ein 2 Kilometer langer Tunnel, der voraussichtlich noch bis August 2011 unter Ihrem Wohngebiet gebaut wird. Hans-Joachim Christ, der hier neben mir steht, ist Bauingenieur und Fachmann für Tunnelbau. Er war schon bei der 4. Elbtunnelröhre dabei und ist nun unser Bauleiter für den Röntgenlaser. Wir möchten Sie, die Nachbarn in den Stadtteilen Osdorf, Lurup und Bahrenfeld, nun darüber informieren, wie die Tunnelarbeiten unter Ihrem Wohngebiet ablaufen. Vorab ein paar Worte zu der neuen Forschungsanlage selbst. Sie entsteht bis 2014 zwischen dem Gelände des Forschungszentrums DESI in Hamburg-Bahrenfeld und dem Süden der Stadt Schenefeld. Es handelt sich um einen Röntgenlaser, der den Namen European XFIL trägt. Die 3,4 Kilometer lange Anlage verläuft im Wesentlichen unter der Erde. An ihrem Ende liefert sie Röntgenlichtblitze, mit denen Forscher in einer großen unterirdischen Experimentierhalle in Schenefeld unterschiedliche Proben durchleuchten und damit die Grundlagen für die Medikamente und Werkstoffe der Zukunft schaffen. Der neue Röntgenlaser ähnelt den Anlagen, die schon lange beim Forschungszentrum DESI in Bahrenfeld betrieben werden. Dazu gehört der große, 6,5 Kilometer lange Hera-Ring, der zum Teil auch unter einem Wohngebiet verläuft. DESI hat mittlerweile über 50 Jahre Erfahrung mit dem Bau und Betrieb solcher Anlagen. Zurzeit ist DESI auch der Bauherr für den Röntgenlaser. Später wird die neue Forschungsanlage dann von der gemeinnützigen European XFIL GmbH betrieben. Für den neuen Röntgenlaser müssen mehrere Tunnelröhren gebohrt werden, insgesamt 5,8 Kilometer. Der Haupttunnel ist 2 Kilometer lang. Er liegt zwischen den Betriebsgeländen Osdorfer Born und DESI Bahrenfeld und hat hier eine Erdüberdeckung zwischen 15 und 38 Metern. Die 10 kürzeren Tunnelabschnitte verlaufen fächerförmig unter der Osdorfer Feldmark und dem späteren Forschungsgelände in Schenefeld. Dieses komplexe Tunnelsystem wird, ebenso wie die Flughafen-S-Bahn oder die neue Hafen-City-U-Bahn U4, mit großen Tunnelbohrmaschinen direkt unterirdisch hergestellt. Für den Röntgenlaser sind 2 Maschinen im Einsatz, die sich nur etwas in ihrer Größe unterscheiden. Sie wurden von einer Spezialfirma in Schwanau, einem kleinen Ort in der Nähe von Karlsruhe, hergestellt. Die größere der beiden Tunnelbohrmaschinen heißt Tula, das bedeutet Tunnel für Laser. Sie ist seit Juli 2010 im Einsatz. Ihre 4 zentralen Teile landeten per Schiff im Hamburger Hafen. Von dort wurden sie nachts zur Baustelle in Schenefeld transportiert, in ihren ersten Startschacht hinuntergelassen und dort zusammengebaut. Im Ganzen ist Tula 71 Meter lang, 550 Tonnen schwer und ihr Schneidrad misst 6,17 Meter im Durchmesser. Anfang Juli startete sie zum Bau des ersten Tunnelabschnitts in Richtung Osdorfer Born. In 24 Stunden schafft die Maschine die Herstellung von durchschnittlich 12 Meter Tunnelröhre. Die Planung eines Tunnelbaus beginnt mit der Untersuchung des Bodens, denn die Bodenverhältnisse sind entscheidend für die Auswahl der Maschinen. Für den Röntgenlaser haben wir parallel zu den später aufzufahrenden Tunneln ca. 130 tiefe Bohrungen gemacht und Bodenproben entnommen. Parallel zu diesen Bodenproben haben wir von der Stadt Hamburg noch Bodenproben eingesehen, die wir insgesamt zu einem Bodenprofil verarbeitet haben, sodass wir wissen, durch welche Böden wir fahren. Unsere Tunnelbohrmaschine ist ausgelegt für die Fahrten im Grundwasser, das Auffahren im feinen Sand, im groben Sand, für den Mergel und für in den Mergel eingebundene Findlinge. Die Fachleute wählten deshalb für die beiden Tunnelbohrer das im Hamburger Raum gängige sogenannte flüssigkeitsgestützte Mixschild. Am Kopf der Tunnelbohrmaschine sitzt das große Schneidrad, das sich langsam dreht und dabei Erdreich und Steine von der sogenannten Ortsbrust abkratzt.
Es ist durch die Anordnung seiner Öffnungen und die Art seiner einzeln montierten Abbauwerkzeuge an die örtlichen Bodenverhältnisse angepasst. Das Schneidrad wird von Elektromotoren angetrieben. Tula, hier im Herstellerwerk aufgebaut, hat ein blaues Schneidrad, das mit zwei unterschiedlichen Werkzeugen ausgerüstet ist. Den roten Schälmessern und den dunklen, paarig angeordneten Rollenmeißeln. Es kann sich bis zu 2,7 Mal in der Minute um 360 Grad drehen. Hinter dem Schneidrad befindet sich die Abbaukammer, die durch eine Tauchwand von der eigentlichen Maschine getrennt ist. Tauchwand deshalb, weil der Raum davor mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt ist, die unter Druck steht und die Abbaukammer gegen das Erdreich abstützt. Kleinkörniges Material des abgebauten Bodens vermischt sich hier weitgehend mit der Stützflüssigkeit. Steine und grobkörniges Material fallen in der Kammer nach unten. Ein Steinbrecher sorgt dafür, dass größere Steine bis zu einem Durchmesser von einem halben Meter zerkleinert werden. Alles wird dann durch die Förderleitung an die Erdoberfläche gepumpt und dort in einer Separieranlage voneinander getrennt. Das Bodenmaterial wird mit LKW abtransportiert, die Stützflüssigkeit gesäubert und dem Förderkreislauf wieder zugeführt. Nun sind wir wieder unten in der Tunnelbohrmaschine. Während das Schneidrad sich dreht und den Boden abkratzt, werden rundherum hydraulische Zylinderpressen ausgefahren und schieben den Tunnelbohrer vorwärts. Dabei stützen sie sich an dem zuletzt gebauten Tunnelring ab, wobei sich die Maschine so weit nach vorne arbeitet, bis sie Platz für den nächsten Tunnelring geschaffen hat. Das Schneidrad unterbricht seine Arbeit, sobald ein Tunnelring aus Stahlbetonfertigteilen zusammengesetzt werden kann. Sie werden per Bahn an den Standort der Maschine transportiert, dort Stück für Stück von einer Art Kran aufgenommen und millimetergenau in die Einbauposition platziert. Dafür werden die jeweiligen Hydraulikpressen kurzfristig eingezogen. Gleich danach sichern die Stempel wieder den Stein und die Teile können verschraubt werden. Mittlerweile hat Tula den zweiten Tunnelabschnitt zwischen Schenefeld und Osdorfer Born hergestellt. Wir fahren durch den bereits fertiggestellten Teil und erreichen die Tunnelbohrmaschine von hinten. In den verschiedenen Leitungen wird der Bodenaushub nach oben transportiert. Außerdem dienen sie der Versorgung der Maschine von der Schenefelder Baustelle aus. Im hinteren Teil der Maschine befindet sich die Technik, zum Beispiel Schaltschränke oder Förder- und Hydraulikpumpen. Vorne in der Maschine angekommen, blicken wir in die Kommandozentrale. Von hier aus kontrollieren und steuern die Techniker die Tunnelbohrmaschine mit Hilfe von Computern und stimmen die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander ab. Wie im Tunnelbau erforderlich, ist Tula 7 Tage in der Woche rund um die Uhr im Einsatz, wobei sich die Maschinenfahrer im Schichtbetrieb abwechseln. Zu ihrem Job gehören Vibrationen und ein ständiger Lärmpegel. Es ist damit zu rechnen, dass das Rumpeln und Vibrieren auch an der Erdoberfläche zu hören und zu spüren ist. Wie stark hängt von den Bodenverhältnissen und der Tiefe der Maschine ab? Beunruhigen Sie sich darüber nicht. Dies sind normale Begleiterscheinungen des unter Ihrem Standort stattfindenden Tunnelbaus. Hier können wir beobachten, wie innerhalb des Schildes gerade ein Tunnelring entsteht. Der Tunnel hat einen Innendurchmesser von 5,30 Meter. Er besteht aus 1,50 Meter langen und 30 cm dicken Ringen, die jeweils aus 6 Stahlbetonfertigteilen und einem Schlussstein zusammengesetzt werden. Die Bahn transportiert die auf der Schenefelder Baustelle zwischengelagerten Tunnelteile zum aktuellen Standort der Maschine. Während Tula den Haupttunnel zwischen Osdorfer Born und Desi-Bahrenfeld bohrt, führen die Gleise der Bahn auch durch die Baugrube auf dem Gelände Osdorfer Born. Die Bahn wird dann möglicherweise in der nahen Umgebung der Baustelle an der Erdoberfläche zu hören sein.
Alle Arbeiten geschehen im Schutz des zylinderförmigen Stahlschildes. Es bildet eine lückenlose Wand zu dem sie umgebenden Erdreich. Wenn sich die Maschine nach vorne arbeitet, bewegt sich auch ihr Stahlzylinder nach vorne. Dadurch entsteht zwischen der Tunnelaußenwand und dem sie umgebenden Erdreich ein Spalt von wenigen Zentimetern. Er wird ständig mit Mörtel verpresst und rundherum geschlossen. Es gibt hier also zu keiner Zeit einen Hohlraum. Im Dezember 2010 erreichte Thule ein zweites Mal ihr Ziel in der Baugrube auf dem Gelände Osdorfer Born. Der zweite Tunnelabschnitt zwischen Schenefeld und Osdorfer Born ist fertig. So sieht die fertige Tunnelröhre dann im Rohbau aus. Anschließend wurde die Maschine durch den Schacht hindurchgezogen, ein mehrtägiger Prozess, und an der gegenüberliegenden Wand neu angesetzt. Sie bohrt nun in Richtung Daisy-Bahrenfeld und stellt den 2 Kilometer langen Haupttunnel für den neuen Röntgenlaser her. Er verläuft unter Wohngebieten in den Stadtteilen Osdorf, Lurup und Bahrenfeld. Auf ihrem bisher zurückgelegten Weg hat Thule zweimal das Schmutzwassersiegel am Osdorfer Born unterfahren, ohne Schäden zu hinterlassen. Wir werden auch Ihre Grundstücke und Häuser in einer größeren Tiefe unterfahren. Sie werden ein bestimmtes Rumpeln hören oder auch mal Vibrationen verspüren, was aber nicht weiter schädlich ist und Sie nicht beunruhigen sollte. Mit dem flüssigkeitsgestützten Mixschild liegen wir mit Thule bei den vorhandenen Bodenverhältnissen auf der sicheren Seite. Wir hoffen, dass Ihnen unser Film einen kleinen Einblick in die Tunnelbauarbeiten für die neue Röntgenlaseranlage gegeben hat. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich aber gerne jederzeit an uns wenden. Auf dieser DVD finden Sie auch unseren Baufortschrittsfilm, eine Zusammenfassung der Bautätigkeiten von Beginn an bis Dezember 2010, sowie unseren 6-minütigen Film Licht der Zukunft über das Röntgenlaserprojekt. Über Thulas Standort werden wir Sie jeweils aktuell informieren. Sie können ihn aber auch im Internet verfolgen und auf der Startseite anklicken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.